motif pour nous nous rassembler. Nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient. Mais moi, moi, je m'imagine si ça va pour détruire nos beautés. Vous avez dit, nous tous nous nous rassembler. En un partido de fútbol. Se llama Gachum. En la selección. Hay que ponerlos en orden, ¿no? Estamos desamparados. ¿Listo? 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 Ja. Am Ende. Ja. Es kann nichts passieren. Ja, genau. Richtig reinhängen. Hände übereinander. Ja. Okay. Sehr gut. Füße zusammen. Zusammen, ja. Ein Ball! Und? Ich weiß noch nicht, ob ich glücklich bin. Vielleicht beim nächsten Mal. Meine Knie sind ganz weich. Ja, super. Oh, weiter geht's zur nächsten Zipline. Die eben war 477 Meter lang. Was ein geiles Bild. Als nächstes gibt's eine Hängebrücke, 138 Meter lang. Das ist sie. Ist sie schon da? Mhm. Je schneller wir sind, umso weniger schaukelt es. Aha. Glaubst du? Ja. That's cool. Da kommt sie angeschwommen. Gracias. Da ist sie. Perfekt. Libre la B. Perfecto. Da oben ist unser Hotelzimmer. Direkter Blick in den Canyon. Da kommt sie. Unsere mutige Annette. Hi, Denai. Libre la Ali. Von Mal zu Mal lächelt sie mehr. Die längste kommt jetzt erst noch. Und eigentlich war die schon lang genug. Nur noch 535. Ja. So, jetzt kommt die längste mit 738 Metern. Da geht sie runter und schießt ins Tal. Ich sehe gar nicht das Ende. Vielleicht ist das Ende ja da ganz hinten. Da ist nämlich die Talstation für die Seilbahn. Ich muss mich korrigieren. Sie ist 1113 Meter lang und man sieht das Ende nicht. So, jetzt geht's mit zwei Mann
Ja, aha, ja. Genauso machen Annette und ich das auch gleich. Deswegen können wir das dann nicht filmen. Wir filmen das jetzt mal hier so. Ja. Du kannst mich dann abfangen da vorne. Ja, also das war schon irre. Wir haben eine Wahnsinnsgeschwindigkeit drauf gehabt. Echt irre. So, und da kommen jetzt die Nächsten. Sehe ich sie schon? Ja, ich sehe sie schon. Ja, sind sie? Oh! Rettungsaktion. Wir haben es nicht ganz geschafft. So wird man also gerettet, wenn man es nicht schafft. Bis zum Ende. Da kommt sie angepowert. Profi. Jetzt werden wir auf der ganzen Welt Ziplines machen. Selbst vom Himalaya runter. Ja klar, man muss nur auf den Himalaya kommen. So, we made it together. Wir haben es zusammen, haben wir es gemacht und geschafft. Annette, wie geht's? Ich bin am Leben. Nein, wir. Das ist super. Also, machst du nochmal? Weiß ich noch nicht so genau. Ah, okay. Na gut, jetzt muss ich ja noch mit der Cable Car, also mit der Seilbahn, nach oben fahren. Also es wurde ja mit jedem Mal besser, kann ich ja nicht anders sagen, aber trotzdem. Ich habe, glaube ich, nicht so viel vom Canyon gesehen. Ich hatte immer nur das Ende im Blick, wo ich hin muss. So, jetzt geht es mit der Seilbahn darüber, 3 Kilometer, die Fahrt dauert 8 Minuten. Und auf die andere Gondel. Ah, hier vor uns ist jetzt der Kletterstil, der Brücke dort. Oh, der sieht gut aus. Das ist jetzt der Aufstieg zu unserem Zimmer. Ungefähr 100 Höhenmeter müssen wir machen. Um zu unserem Aussichtszimmer zu kommen. Hier gibt es schöne Lodges. Überall richtig nett gemacht.
Und wenn man hier 3 Tage wohnt, dann ist man auch fit im Treppensteigen. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte geschafft. Seht ihr da oben noch die Annette? Ja, da kommt sie. Wir sind immer noch auf dem Weg nach oben. Aber da oben sieht man schon die Unterkünfte. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Durch diese schmale Gasse müssen wir noch gehen. Und dann? Ist rechts. Sehen uns. Unser Zimmer. Unser Zimmer. Ja, guckt euch das an. Unser Ausblick. Fantastisch. Es ist, wie so oft, wir ziehen um. Letzte Nacht sind der Annette die Leute von oben immer auf dem Kopf rumgetreten. Und deswegen ziehen wir heute nach oben. Das hat die Annette organisiert. Und da? Das Nähtchen läuft. Heute machen wir einen Trail runter zur Seilbahnstation. Ungefähr 8 Kilometer. Und immer mit einem herrlichen Ausblick. Da hinten sieht man schon die Station. Also es ist nicht so, dass ich die Annette immer vorschicke. Ich bin da schon eben rübergegangen vorher, um zu testen, ob das denn auch alles hält. Ah, Lüge. War eine Lüge, sorry. Mir ist besser als euch. Am Anfang nicht so. Ja, aber muss ich ein bisschen locker gehen. Also easy. Easy going. Siehst du, was dazwischen fehlt? Nur da fehlt immer mal ein Stückchen. Aber deswegen kann man ja hier oben lang laufen. Naja, der Pfad müsste mal wieder etwas repariert werden. Aber wie gut, dass meine Frau auch eine Gams ist. Oh. Da oben ist unser Hotel. Ah, wir haben jetzt schon fast 7 Kilometer geschafft. Ich glaube, jetzt, wenn wir hier um die Ecke kommen, sehen wir unser Ziel. Jawohl. Da hinten ist die Seilbahnstation. Da wollen wir noch hin. Es ist soweit, Mittagszeit. Mhm. Es gibt lecker süßes
mexikanisches Brot mit Wurst, Käse und Tomate. Jawohl. So sieht das dann aus. Da unten ist der Käse. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Auf geht's zum letzten Anstieg. Da geht's jetzt nochmal steil hoch. Und dann fährt hoffentlich die Seilbahn mit uns. Aber der Ausblick ist gigantisch. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Das ist natürlich auch super hier. Direkt hier am Abgrund gibt es die öffentliche Toilette. Man, gut, dass hier die Zivilisation ist. Da gibt es schon Treppen und die Annette muss jetzt hier nicht hochklettern. Also wir haben ein Restaurant hier gefunden, das einzige, so wie es aussieht. Und die Annette hat sich für was entschieden? Hamburguesa con papa fritas. Ah, muy bien. Aber was die Cacahuate loco sind, das würde ich gerne wissen, was das für komische Erdnüsse sein sollen. Ah, okay. Und hier sitzen wir nun. Vielleicht fallen wir auch vom Stuhl, weil... Nein, das sieht sehr gut aus. Annette, der will mit dem Fuß gestreichelt werden. Streichel ihn doch mal. Ja, dann kommt der, dann hört er gar nicht auf. Oh. Ja, arme Socke. Er liebt die Annette. Schrubbel, schrubbel. Warum denn? Hat schon mal jemand so einen Hund gesehen? Der will mit dem Fuß gestreichelt werden. Und wenn man ihn nicht streichelt, dann streichelt er sich selbst. Irgendwie. Na, weiß nur. So, wir schauen heute hier mal im Hotel Mirador. Das ist das hier. Das ist also zwei Klassen höher als unser Hotel. Ah, das sieht man aber auch sofort. Ich werde jetzt auch mal mit Gesicht waschen versuchen wollen. Oh, hier eine herrliche Terrasse draußen. Oh, super. Und dann haben wir heute noch Vollmond. Ist das der Hammer? Cooper Canyon, 17. November 2021. Hotel Mirador. Es gibt hier sogar einen schönen Indoor-Pool, aber leider ist die Heizung kaputt. Und da hinten ist ein Jacuzzi, sieht aber nicht so einladend aus. Also schade, das ist so ein schönes Hotel eigentlich, aber vieles, was nicht funktioniert und der Service ist nicht der beste. Ich mache heute den Trail zu den Minen und Nahrung habe ich unterwegs schon mal gefunden. Da sind so ein paar dicke Schweine. Oh, die sehen aber lecker aus. Hier mitten irgendwo auf dem Weg. So, bis hierhin, die ersten 3 Kilometer, war es eigentlich ein Spaziergang. Aber jetzt geht es hier irgendwie runter. Und dieses Tal ist da unten hin und irgendwo soll dann da unten die Mine sein.
sind jetzt, glaube ich, 300 Höhenmeter. Mal schauen, ob ich den Weg finde. Ich habe den Weg darunter gefunden. War nicht so einfach, bin auch zweimal ausgerutscht. Und da unten wohnen tatsächlich noch ein paar Indigene. Ich möchte mal wissen, von was die hier leben. Jetzt wird es richtig interessant darunter. Aber ich glaube, ich kann da hinten den Pfad schon sehen, wo es dann weitergeht. Von da oben komme ich. Da, ich bin schon tatsächlich am Überlegen, ob ich wieder umdrehe. Weil ich glaube, ich muss noch bis da ganz unten hin. Und hier ist ja so kein Pfad mehr. Alles loses Geröll. Alles sehr schwierig zu laufen. Ich habe abgebrochen. Also es war mir doch zu gefährlich. Ich hätte jetzt noch ungefähr 100 Höhenmeter gehabt, aber richtig steil runter und nur Geröll. Deswegen höre ich auf und gehe zurück. Schade, aber war ein herrlicher Trip. Super Aussicht hier in dem Canyon. Vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal in eine Mine zu gehen hier. Also der da hinten, der dreht sich seinen Stacheldraht selbst. Das ist ja Wahnsinn. Der verdreht die Drähte und dann macht er immer ab und zu dazwischen so einen Stachel. Also auf was für Ideen die alle so kommen. Könnt ihr draußen sitzen, sie macht uns was zu essen. Ja. Ja, die macht das. Das ist ja super. Also Annette hat sie organisiert. Und dann sitzt sie. Trinken hat sie auch was. Und jetzt ist mir gerade noch 4 Nächte hier in Divisadero. Sind hinter uns, wir sind schön gehiked. Wir haben, glaube ich, insgesamt 25 Kilometer oder 30 Kilometer gemacht. Wir haben die Ziplines gemacht. War eine schöne Zeit. Von Gondelfahren zweimal. Gondelfahren. Und jetzt geht's auf nach Kriel. Ungefähr 1,5 Stunden nochmal mit dem Zug El Chep. Leider im Dunkeln. Also es wird gleich dunkel. Wird gleich schon wieder dunkel, ja. Kommt da. Wir sind in Kriel angekommen. Leider ist es jetzt schon dunkel. Aber es hat super funktioniert. Wir werden gleich abgeholt. Sofort gefunden. Wir haben im La Troya Adobe unser Zimmer bezogen. Ein ökologisches Hotel, was Solaranlagen nutzt und alles recycelt. Und es ist ein sehr schönes Zimmer, muss ich sagen. Jetzt gehen wir die Stadt erkunden und endlich mal wieder in ein Restaurant. Im Bus. Und wie ist er? Schmeckt noch nichts. Schmeckt noch nichts mehr. Es ist ein Fladen mit Bohne. Ja. Nur eine Stunde, dann sind wir in Chihuahua. Unter uns oder auf gleicher Höhe liegt Chihuahua. 950.000 Einwohner. Und da hinten, das ist die Kathedrale. Da waren wir gestern Abend.
Und das liegt hier direkt in der Wüste. Ja, und da oben, da treffen wir ihn wieder. Erkennt ihr ihn? Das ist Anthony Quinn. Er ist hier geboren in Chihuahua. Und Chihuahua wurde 1709 schon gegründet hier. Jetzt guckt euch mal an, was wir hier gefunden haben. Mega Eis. Und ich muss euch sagen, heute war ich richtig schockiert. Wir waren essen. Das Restaurant war total voll. Also die Leute haben sogar davor gestanden. Es war ein super Essen. Auch zu einem günstigen Preis. Aber als wir rausgekommen sind, und ich muss sagen, wir wussten schon vorher, dass gegenüber ein Covid-Krankenhaus ist. Und als wir rausgekommen sind, lagen da überall die Menschen auf der Straße oder auf dem Gehweg. In jeder Ecke lagen Menschen. Wir wissen jetzt nicht, ob die jetzt da warten, in dieses Krankenhaus zu kommen, weil es war eine Riesenschlange auch davor. Oder ob die Angehörige vielleicht da drin haben, wir wissen es nicht, aber es war schockierend. Und ich muss auch sagen, es war so das erste Mal, als wir dann da die dunkle Gasse hochgegangen sind, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Ja, wir hatten schon schönere Ecken. Ja, also das war... Können wir froh sein, dass wir geimpft sind, und lasst euch auch alle impfen, damit endlich diese Pandemie ein Ende hat. Wir sind am Flughafen in Chihuahua. Und wie man da im Hintergrund sieht, ist das hier ziemlich stark bewacht. Also wir wissen nicht, ob man sich da jetzt sicherer fühlen soll oder ein bisschen nervös werden. Wir sind am Flughafen. Es herrscht ein bisschen Verwirrung, weil es hier nur einen Flug nach Los Mochis gibt, der zur selben Zeit startet wie unser Flug. Jetzt hat die Annette herausgefunden, dass es da eine Zwischenlandung gibt. Da stand aber leider nirgendwo. Jetzt fliegen wir also hoffentlich über Los Mochis und dann weiter nach La Paz. Ja, wir waren schon ein bisschen nervös gerade. So, heute geht es mal mit ein bisschen kleinerer Maschine hier. Annette, wo sind wir denn? In La Paz gelandet, Gott sei Dank. Jetzt geht's kurz ins Hotel und anschließend versuchen wir einen Bus zu finden, der uns irgendwo noch nach Norden bringt. Angekommen in La Paz. Also das ist hier noch ein bisschen neblig, weil die haben es wohl gerade hier ausgespritzt und desinfiziert. So, jetzt versuchen wir, nachdem wir beim Fliegen schon etwas unsicher waren, einen Bus zu finden, der uns Richtung Norden bringt. Ja, wäre schön, wenn das auch noch funktionieren würde. Am Malacón von La Paz. Malacón ist die Strandpromenade. Wir haben jetzt einen Bus gebucht. Wir fahren nach Agua Verde. Wir wissen aber nicht, ob das auch weitergeht zum Puerto Agua Verde. Das werden wir morgen sehen. Das wird spannend. Auch in La Paz fängt es an zu Weihnachten. Ist es nicht hübsch, das hier vor unserem Hotel? In La Paz. Aussicht auf das Ankerfeld. Super tolles Hotel. Hier gibt es jetzt gleich Frühstück. Hier draußen. Hier oben haben wir gestern noch gesessen. Schön mit einer Feuerschale. Einen kleinen Tequila Sunrise zu uns genommen. Und hier ist der Liegebereich mit Pool. Also wirklich
sehr schön angelegt. Um 9 Uhr geht unser Bus. Den müssen wir jetzt noch umschreiben, weil wir haben gestern noch den Glenn erreicht. Wir wollen uns jetzt in Porto Escondido treffen. 23. November. Wir stehen am Busbahnhof in La Paz und fahren jetzt nach Puerto Escondido. Genau, 5 Stunden. Haben gestern kurz mit dem Glenn gesprochen und unseren Treffpunkt verschoben. Und dann hoffen wir uns heute Nachmittag dort oben zu treffen. Tja, da fährt dahin unser Bus. Wir sind in Puerto Escondido, zumindest an der Bushaltestelle. Wir hatten gedacht, hier kommen wir irgendwie weiter, weil wir müssen jetzt noch da irgendwie hinten zum Meer kommen. Es sieht so aus, als ob wir wieder mal eine kleine Wanderung machen. Aber guck mal, das ist sehr schön hier. Die Annette sortiert schon mal ihr ganzes Zeug. Nette, bist du auch da? Ja, ich bin auch da. Super. Und was ich noch dazu sagen muss, also die Temperatur ist vielleicht nur 23 Grad, würde ich sagen. Wir hatten eben unverschämtes Glück. Wir haben keine 2 Minuten gestanden und schon kam jemand, ein Mitarbeiter hier von der Marina, und hat uns mitgenommen. Jetzt sind wir hier in der Marina. Und da liegt sie, die Limelight. Und irgendwo, da paddeln sie gleich. Dahinter, da kommen sie und paddeln. Seht ihr sie, da kommen sie gepaddelt. Das ist kein gutes Zeichen. Ja! Annette, die beiden sehen nicht so lustig aus. Il a droit à côté, il m'a fait autant, je m'en la vois.